Guten Morgen. Heute beschäftigen wir uns mit der Mechanik und zwar mit dem Energieerhaltungssatz. Wir haben hier zwei Zylinder, die haben den gleichen Durchmesser und sie haben auch die gleiche Masse. Das zeige ich einmal, indem ich sie hier auf die Balkenwaage stelle. Und wenn wir diese Körper jetzt hier diese schiefe Ebene runterrollen lassen, würden wir erstmal erwarten, sie kommen gleichzeitig unten an. Das versuchen wir jetzt mal. Ich habe hier die beiden Körper. Ich lasse sie gleichzeitig los. Achtung, fertig, los. Und wir sehen, dieser Körper kommt früher unten an als dieser. Wenn wir uns die Körper anschauen, das hier ist ein Hohlzylinder. Das ist ein Vollzylinder. Und was jetzt passiert ist, bei diesem Hohlzylinder ist die Masse sehr weit von der Drehachse entfernt. Das heißt, das Trägheitsmoment von diesem Körper ist wesentlich größer als von diesem hier. Und wenn wir uns jetzt den Energiesatz anschauen, wir haben ja hier eine gewisse potenzielle Energie, also der Höhenunterschied zwischen vorne und hinten. Und diese potenzielle Energie wird umgewandelt in kinetische Energie. Und die kinetische Energie besteht aus zwei Teilen. Einmal die Translationsenergie, der Körper hat hier unten eine bestimmte Geschwindigkeit, und aus der Rotationsenergie. Bei dem Hohlzylinder ist aber der Beitrag der Rotationsenergie wesentlich größer als bei dem Vollzylinder. Das heißt, wenn beide Körper hier unten ankommen, ist entsprechend die Translationsenergie kleiner, das heißt die Geschwindigkeit von diesem Hohlzylinder ist geringer als von dem Vollzylinder. Das Ganze können wir jetzt auch noch mit dieser Kugel machen. Wenn wir diese Kugel vergleichen mit diesem Vollzylinder, dann ist hier durch die Kugelform das Trägheitsmoment etwas geringer als hier. Hier ist mehr Masse in der Nähe der Rotationsachse konzentriert. Und wenn wir diese beiden Körper runterrollen lassen, dann erwarten wir also, dass die Kugel eher ankommt als der Vollzylinder. Achtung, fertig, los. Das stimmt auch. Und zum Schluss lassen wir alle drei Körper einmal die schiefe Ebene runterrollen. Hier oben den Hohlzylinder, dann der Vollzylinder und die Kugel. Achtung, fertig, los. Wir haben also gesehen, zuerst kommt die Kugel an, dann der Vollzylinder und dann der Hohlzylinder. Ich hatte am Anfang gezeigt, beide Körper sind gleich schwer, aber interessanterweise, das ist überhaupt nicht notwendig. Hätte ich einen Holzzylinder mit diesem Durchmesser, dann würde er gleichzeitig mit diesem Vollzylinder aus Aluminium unten ankommen. Wichtig ist nur die Massenverteilung und der Durchmesser. Bis morgen.